Kiste auf. Für Malte Mahlzahn. Kiste auf. Für Malte Mahlzahn. Hallo, schön, dass ihr wieder da seid bei Kiste auf. Wir hoffen, ihr habt einen schönen Ostersonntag heute und der Osterhase hat euch was Schönes gebracht. Wir reden heute auch über einen Hasen, aber leider ist es nicht der Osterhase. Oder, Katharina? Nee, leider nicht und frohe Ostern euch allen, wenn ihr jetzt Zeit nachhört, zumindest die Folge. Genau, wir reden heute über Malte Mahlzahn, der vieles aber möglich macht. Und ja, wir dachten, eine Hasengeschichte ist doch genau das Richtige, um das Osterfest zu begehen. Ja, noch dazu, wo er sich so schön um die anderen kümmert, ne? Genau, auch wenn es nicht immer so klappt, wie er sich das vorstellt. Aber das besprechen wir jetzt gleich. Ja. Ich finde es interessant, dass wir mit einem Cold Opener reinstarten direkt. Ja, vielleicht gerade nochmal die ganz krassen Daten vorneweg. Also wir sind in der Endphase von Manfred Jennings Schaffenszeit. Wir sind 1976. Sprich, er hat Drehbuch und Regie gemacht nach einem Buch von James Stevenson. Ein Autor, der mir persönlich nichts sagt. Dir? Nee, mir auch nicht. Also ich kenne auch die literarische Vorlage nicht dazu. Und Wilhelm Schöneis hat die Musik gemacht. Da bin ich erstmal in die Falle getappt, weil die Musik klang für mich so nach Sams-Musik. Ja. Aber da hat ja Hermann Kruppaschek die Musik gemacht. Das war schon der Nachfolger. Ja, man kann auf jeden Fall sagen, aber es ist eben so Augsburger Puppenkiste-Style irgendwie. Also es passt so ins Gesamtkonzept, finde ich gut. Ja, aber ich fand dieses Mehrstimmige und dieses Männer-Frauen wechseln sich ab, dieser Wechselgesang, das klang sehr wie auch der Vorspann vom Sams. Das stimmt, ja. Wird auf jeden Fall der Hintergrund auf jeden Fall deutlich, dass es alles so aus einem Guss quasi ist. Auch wenn es nicht von denselben Leuten gemacht ist. Ist ja aber auch nicht weit auseinander. Das stimmt. Ist vielleicht einfach so eine Modeerscheinung aus der Zeit. Ja, wahrscheinlich hat man sich da auch einfach so ein bisschen gegenseitig beeinflusst und gegenseitig aneinander orientiert. Ja, wahrscheinlich. Genau. Wir sind ja auch hier bei einem Einteiler, richtig? Also es gibt nicht mehrere Ausführungen davon. Nee, man hat tatsächlich das gesamte Buch in 45 Minuten gegossen. Genau. Wobei ich die Buchvorlage tatsächlich nicht kenne und nicht sagen kann, wie viel da jetzt fehlt oder hinzugedichtet wurde. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass irgendwo große Lücken wären. Zumindest was den Inhalt betrifft. Was irgendwelche Figuren angeht, kann man natürlich nicht viel sagen. Ja, man weiß natürlich nicht genau, wie vielleicht der Hintergrund von manchen Figuren noch im Buch oder so mehr ausgeschmückt wurde. Aber so von der Basishandlung, würde ich sagen, ist jetzt nicht, dass ich gedacht habe, oder da wurde aber irgendwas gekürzt oder da wird irgendwas rausgenommen, dass da jetzt irgendwie eine deutliche Handlungslücke oder so entstanden wäre. Ja, das ist alles schön rund. Genau, kann ich so bestätigen. Genau, und wie eben schon von mir angedeutet, starten wir mit drei Hasen auf einer Wiese. Nicht mit der Puppenkistenklappe, wie wir es sonst schon mal gewohnt sind. Genau. Das ist ein bisschen ungewohnt für den geübten Puppenkisten-Zuschauer. Ja, also ich war auch erst irritiert, ob irgendwie in meiner Version quasi was fehlt, ob der Vorspann irgendwie fehlt, dass es rausgeschnitten war. Aber nein, das kommt ja später auch noch. Aber genau, wir starten, wie gesagt, werden einfach in die Handlung geschmissen und sehen drei Hasenfiguren, von denen ich die eine, Malte Mahlzahn, als Hasen relativ gelungen finde. Seine Neffen finde ich sehr unangenehm zu betrachten teilweise. Also ich überlege die ganze Zeit, was mich an diesen Puppen so stört. Also wirklich stören tut mich da jetzt nichts, weil wenn irgendwas an den Proportionen nicht stimmt, dann muss das ja nicht unbedingt falsch sein, weil ich auch immer gerne mal an irgendwelchen Buchillustrationen orientiert wurde, die wir nicht kennen. Und ich finde,
das auch irgendwie schön kindlich, wie das da gearbeitet wurde. Aber was mich an den beiden Kindern orientiert, sind die Augen. Die sind orange und rot. Ja. Also ich fand das schon als Kind ziemlich spooky. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Vor allen Dingen, weil ja auch diese Haut um die Augen und um die Schnauze nicht mit Fell bedeckt ist. Und ich glaube, das ist so eins der Dinge, womit ich ein Problem habe, was sie so, ja, auch von ihrem Onkel quasi abhebt. Und diese Haut ist ja gelb und dazu diese roten Augen. Ich glaube, die Kombination, also wäre das zumindest alles mit Fell bedeckt, könnte ich mir vorstellen, dass es auf mich besser wirken würde. Also die beiden Jungs, die werden gesprochen von Hans-Joachim Marschall und Manfred Jenning. Wobei dadurch, dass die immer zusammen auftreten, Sepp und Flo heißen die ja, kann ich wirklich nicht sagen, wer wer ist und wer wen spricht. Sondern ich habe einfach die beiden plappern lassen und dann den einen hatte ich relativ schnell raus und dann den anderen habe ich mir nochmal und nochmal und nochmal angehört und dann hatte ich den auch irgendwann raus. Aber ich kann die nicht auseinanderhalten. Das ist so wie, keine Ahnung, Fred und George Weasley. Ja. Ja, Puppen sehen sich ja auch wahnsinnig ähnlich, von daher, wir tauchen immer zusammen auf, haben jetzt nicht wirklich irgendwelche Merkmale, die sie voneinander unterscheiden, wie man es irgendwie bei den Museumsratten hatte. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Für mich ist es quasi so eine Figur aufgeteilt auf zwei Puppen mit zwei Sprechern. Genau. Vor allem, sie agieren ja auch nicht wirklich eigenständig. Es ist ja jetzt nicht so, dass mal der eine dem anderen widersprechen würde. Ja, genau. Sie kommen immer als Einheit, agieren immer als Einheit, funktionieren quasi als Einheit. Genau. Ja, das stimmt. Der Sprecher von Malte allerdings, es kann sein, dass einfach der Schauspieler dahinter so gut ist, dass ich ihn nicht wiedererkenne. In dem Moment allerdings kann ich dir nicht sagen, wer das ist. Ich kann da leider auch nichts zur Auflösung beitragen. Wenn ihr da mehr wisst und mir raushört oder wenn ihr da aber die Information irgendwie habt, lasst uns gerne zukommen. Also würde mich schon interessieren, ob das irgendein Bekannterer ist, den man einfach nicht wiedererkennt oder ob der uns einfach auch noch nicht über den Weg gelaufen ist. Es kann ja auch sein, da das so ein Einteiler war, dass das irgendein bestimmtes Event war, zu dem das gesendet wurde und dass man sich da jemand von extern geholt hat. Dass ich ihn deswegen nicht erkenne, weil er einfach nicht zum Puppenkisten-Ensemble gehört. Ja, das könnte ich mir schon vorstellen. Das ist ja schon irgendwie eher was Besonderes. Weil so Synchronsprecher und Schauspieler aus den 70ern habe ich natürlich nicht alle im Ohr. Ja. Schlimm, schlimm. Nein, kann ich einfach auch absolut nichts zu beitragen. Da müssen wir Andreas Fröhlich und Kai Schwind fragen. Genau. Müssen wir schnell den Haschimitenfürsten anrufen. Ja. Also, wenn die uns behilflich sein wollen, gerne jederzeit. Ja, so ist das nicht. Gibt es immerhin schon länger. Wenigstens eine Sache, die wir länger machen als die. Ja, genau. Eine Sache, die wir dem voraus haben. Wenn auch sonst nicht viel. Ja, dann doch eher die Vollprofis. Ja, und passend zu Ostern, wo ja auch viel Aufregendes passiert, wollen die Hasen auch heute einen aufregenden Tag erleben und fragen ihren Onkel, was sie denn so Aufregendes unternehmen können. Ja, und daraufhin macht dann der Onkel die beiden aufmerksam auf so eine Kiste da hinten, die der Zuschauer nicht sehen kann. Genau, ich habe mich erstmal gefragt, wo ist denn die Kiste? Sehen wir die noch? Nee, die Kamera ist tatsächlich statisch in dieser Szene. Man sieht die ganze Zeit nur diesen einen Bildausschnitt. Ja, ich habe erst gedacht, vielleicht wandern wir noch weiter den Weg entlang, aber das ist nicht der Fall. Und genau, sie sinnieren über Spiegel. Was man denn so im Spiegel sieht, stellen auch fest, wie wir am Anfang. Normalerweise sieht man sich selbst. Aber Pia, es gibt ja noch die Ausnahmespiegel. Ja, genau. Malte erklärt nämlich den Kindern, es gibt Ausnahmespiegel. Und in diesem Ausnahmespiegel in der Kiste da drüben
kann man andere Leute sehen. Genau. Wenn Leute da reingucken, sehen sie die Hasen. Das finde ich eigentlich eine ganz knuffige Idee. Ja, aber es ist auch so ein bisschen Metaebene auf die knuffige Idee. Auf der anderen Seite ist es auch so ein bisschen so, ja, thanks, Captain Obvious. Ja. Ich denke, für Kinder ist es nicht so offensichtlich. Für Erwachsene, ja, die verstehe ich natürlich sofort. Spiegel, Mattscheibe. Damals hat der Fernseher auch vielleicht noch mehr gespiegelt. So die schönen alten Röhrenfernseher. Ja, schön. Hatte ich noch sehr lange einen. Ja, ich auch. Der war zwischendurch dann im Keller und dann wollte ich unbedingt einen eigenen haben. Dann kam der hoch in mein Zimmer. Ja, genau so lief es bei mir auch ab. Er war zwar ja, nicht besonders groß und von der Bildfläche nicht besonders groß, dafür vom Volumen her umso größer. Aber es war eben ein eigener. Ja, genau. Man konnte eben selber wenigstens sich den dann aussuchen, was lief. Und dann habe ich mir irgendwann auch noch den Videorekorder geschnappt, nachdem dann der DVD-Player eingezogen war. Und dann konnte man auch noch mal auf Spock Puppenkiste die aufgenommenen Folgen zum Beispiel gucken. Nee, ich habe leider es geschafft, den Videorekorder meiner Eltern zu schrotten. Oh nein. Weil die waren irgendwann mal eine Weile weg und hatten aber im Keller so ein ganzes Regal voll mit aufgezeichneten Deep Space Nine Folgen. Ah. Und da habe ich mich dann in der Zeit dran gemacht und irgendwann in der dritten Staffel machte es Krissel, Krassel und dann Krach und dann hatte der die gefressen. Und bei VHS ist das ja nicht wie bei so Musikkassetten, dass du die einmal da rausziehst und dann mit dem Stift einmal wieder aufrollen, sondern genau. Wenn der VHS-Spieler die Kassette frisst, dann kannst du den wegschmeißen. Ja, und die Kassette direkt mit. Ja, schade, schade. Aber gut. Wir kommen dann endlich zum Intro der Puppenkiste, wie wir es kennen. Die Kiste öffnet sich, der Vorhang fährt zur Seite und wir kommen zu der Intro-Musik, über die wir eben schon gesprochen haben, die ja typisch Puppenkiste ist. Ja. Wobei der Text auch wieder ziemlich Meta ist, ne? Ja, das stimmt. Also vor allen Dingen, wenn man ihn dann nochmal sich anhört, nachdem man die Geschichte kennt und so. Aber ansonsten, von der Musik abgesehen, ist im Vorspann nicht so besonders. Es ist halt die typische Puppenkistenoptik. Also eine Klappe, ein Vorhang und dann so tafelmäßige Inserts. Wobei die diesmal nicht gezeichnet sind, sondern es sind so Fotomontagen. Genau. Aber was wir auch sehen, ist, dass der Wald, in dem es ja anscheinend spielt, sehr, sehr viele Bewohner hat. Wo wir schon uns im Vorgespräch überlegt haben, wir kommen dann zu den einzelnen Bewohnern, wenn sie dann wirklich auftauchen in der Geschichte. Sonst sie im Vorfeld alle aufzuzählen. Es sind viel zu viele. Ja, würde auf jeden Fall den Rahmen springen. Und als erstes lernen wir neben Malte dann die alte Schildkröte Simon kennen. Ja, weil der Malte den ersten Mal fast über den Haufen rennt, ne? Genau. Nee, gar nicht wahr. Ich glaube, er will mit dem reden, ne? Er schreit ihn erstmal an. Genau, ja, er schreit ihn erstmal an, weil er denkt, er ist alt, also wird er auch taub sein. Und ja, er will natürlich verstanden werden. Aber wir lernen, flüstern hätte auch gereicht. Aber ich finde, dann schlägt bei dem Simon so ein typischer Duktus durch, wie man den häufiger bei alten Menschen findet, so ein bisschen grummelig, erzählt gerne von früher und möchte gerne noch so ein bisschen gebraucht werden. Genau, ja, das stimmt. Kann sich aber auch nicht mehr so ganz dran erinnern, wann jetzt dieses Frühjahr war, von dem er erzählt, aber genau. Ja, da gefiel mir dieses, wo er meinte, es war vor 100 Jahren oder vor 30, vielleicht auch letztes Jahr oder gestern. Genau, das fand ich auch sehr süß. So ist es alles eins, es ist halt Vergangenheit. Das war, ist dann unwichtig, wann es war. Aber es ist auf jeden Fall passiert. Ja, und in dieser Geschichte schlägt dann halt das durch. Der will noch nicht so richtig aufs Abstellgleis geschoben werden.
Weil man merkt halt, es ist nicht so richtig klar, ob er das wirklich erlebt hat, ob er sich das nur einbildet oder ob er diese Geschichte sich gerade irgendwo aus den Rippen leiert, einfach um gebraucht zu werden. Ja, aber er möchte was Wichtiges zu sagen haben, zumindest Genau. wenn ihm zuhört. Ja, genau, das wird deutlich. Und er kann ja offenbar auch sehr überzeugend erzählen. Ja, also mich hat das ehrlich gesagt ein bisschen gewundert, wie schnell das hier von Malte auch aufgenommen wird, dass Simon eben sagt, ja, an so einem Septembertag kann es schon mal vorkommen, dass dann der Morgen schön ist, aber abends Sturm aufzieht. Das heißt, wir wissen jetzt auch, wir befinden uns in dieser Geschichte eben nicht an Ostern, sondern im September. Und ja, mich hat das irgendwie überrascht, dass unser Protagonist Malte dann sofort daraus schließt, okay, heute Abend wird es Sturm geben. Ja, es ist schon irgendwie überraschend, weil also er scheint ja schon eigentlich eine weitsichtige Person zu sein, wenn er so weit denkt, ja, wenn ein Sturm kommt, dann müssen ja alle die Chance haben, sich in Sicherheit zu bringen. Da muss man doch sich irgendwas ausdenken, was rechtzeitig vor der Gefahr warnt. Ja, Und eine insofern. Person, die so vernünftig denkt, müsste man meinen, ist doch eigentlich nicht so naiv zu glauben, dass so ein Sturm einfach plötzlich zack, bumm, da ist. Ja, also, ja, er sagt ja später auch mal was von aufziehen, aber so wirklich groß ankündigen macht ein Sturm ja anscheinend nicht. Und ja, also vor allen Dingen diese Schlussfolgerung, das muss alles an einem Tag passieren. Mag jetzt eine Verkürzung der Puppenkiste sein, aber ja, das fand ich irgendwie. Ich hätte es, glaube ich, sinnvoller gefunden, wenn man sagt, oh, wenn das passieren kann, dann sollten wir uns ja was überlegen. Und dann hinterher zu sagen, gut, dass wir uns was überlegt haben, weil es ist ja tatsächlich am selben Abend dann noch passiert. Aber diese Schlussfolgerung, oh, das wird auf jeden Fall heute Abend passieren, das fand ich dann doch sehr spannend, Ja, muss man so auszudrücken. das schien irgendwie das Einzige zu sein, was nicht zu dieser Person Malte passte, dass er Simon so aus der Hand frisst. Ja, stimmt. Man könnte jetzt in dem Gespräch auch denken, okay, vielleicht will er ihm auch einen Gefallen tun, aber er zieht das ja dann quasi so durch. Also wird das ja dann schon glauben. Das wird ja dann das, worüber er sich so definiert, dass er sich so festklammert an dieser Vorstellung. Wir müssen die anderen warnen. Ja, Wir müssen also das uns. hatte für mich auch schon sowas von so einer fixen Idee. Weil es ja keine Anzeichen gibt, aber er sagt, das passiert auf jeden Fall heute und so, wenn wir nichts machen, werden wir alle weggeweht oder auf jeden Fall passieren schlimme Dinge. Und ja, das kam mir schon im ersten Moment so ein bisschen paranoid vor. Natürlich, wenn man mit erwachsenem Blick daran geht, weiß man, okay, es wird seinen Grund haben, dass das alles, dass er die Vorbereitungen trifft. Wahrscheinlich werden sie sich am Ende lohnen, aber ja. Wenn man jetzt diese Schlussfolgerung aus seinem erwachsenen Kopf jetzt nicht zieht, dann fand ich es im ersten Moment ein bisschen seltsam, dass er da so drauf eingeht und sofort drauf anspringt. Ja, es ist schon etwas. Es passt einfach nicht ins Bild. Ja. Es ist wie. Es ist so ein bisschen wie sehr vernünftige Leute, die auf einmal anfangen, irgendwelchen Gurus hinterher zu laufen. Ja, absolut. Finde ich einen sehr guten Vergleich. Aber wir sehen ja dann als nächstes jemanden, der einer ganz anderen fixen Idee hinterherläuft, und zwar wortwörtlich. Genau. Und ich fand es schön, ja, diese Idee des Trimm-dich-Pfads, das ist ja heutzutage etwas, was, ja, ich glaube, es gibt sie noch, aber ja, ich glaube, diesen Begriff habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr gehört. Aber dass dieser Hase ihn noch nutzt, aktiv, ja, fand ich irgendwie ein nettes Detail. Naja, also ich glaube, damals hat man den offenbar noch öfter benutzt. Sonst, wenn das kein so geläufiger Begriff wäre, dann hätte man ihn wahrscheinlich in keine Kindersendung gepackt. Wahrscheinlich, ja. Aber der ist voll in seiner Fitnessblase drin. Da, was macht er da alles? Balancieren, Liegestütze,
Eine Später noch Reckstange, glaube ich. Reckturnen. Ja. Und auf jeden Fall läuft da auch jede Menge. Ja, auch gerne mal Leute über den Haufen. Ja, aber dafür blafft er dann lieber die Leute an. Ja, anstatt selber Rücksicht zu nehmen. Dann sind die anderen schuld, die nicht aus dem Weg gegangen sind. Und der ist ja auch immer schön von weitem zu hören, ne? Ja, auf jeden Fall. Der kündigt sich immer lautstark an. Ein nettes Detail. Ich habe hier in meinen Notizen über seine Bemerkung stehen. Also er sagt zu Malte, ich habe keine Zeit zu verplempern, kapiert. Und darunter habe ich mir geschrieben, dann mach doch mal was Sinnvolles mit deiner Zeit, zum Beispiel zählen lernen. Ja, sehr schön. Weil Naja, er. bis eins kann er ja anscheinend schon zählen, weil das steht ja, glaube ich, auf seinem Trikot drauf, auf seinem Leibchen, das er anhat. Ja, und bis zwei offenbar auch. Ja, immerhin. Weil später sagt sowas in der Art ja auch Rufus, ne? Rufus liegt da in der Sonne und dann läuft vorne wie so ein Schatten. Man sieht ihn nicht mal richtig, aber man erkennt ihn an diesem Gezähle. So eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Und Rufus guckt nur so auf und schüttelt den Kopf und meint, der kann nicht mal bis drei zählen. Ja, das stimmt. Das ist ein sehr sympathischer Zug von Rufus. Ja, Rufus finde ich sowieso sehr klasse, aber dazu kommen wir später Genau, nochmal. den lernen wir gleich noch kennen. Aber dieser Sporthase heißt übrigens Emanuel und ist angeblich der Vetter von Malte. Ja, fand ich auch spannend. Und er wird aber auch fast nie bei seinem Namen genannt. Nee, Aufgefallen. ich glaube nur zweimal, nämlich einmal als Malte meinen sowas von wegen entschuldige, ich wollte dich nicht umrennen oder so und dann ganz am Ende, als Simon erzählt, dass der einen abbekommen hat beim Sturm. Ja, genau. Genau, und Emanuel wird gesprochen von Frank Burkhardt, eine Stimme, die ich bei der Puppenkiste ehrlich gesagt zwar selten gehört habe, aber die sich mir gut eingeprägt hat, weil er nämlich bei Lord Schmetterhemd den Mr. Coolwater gesprochen hat und den finde ich ehrlich gesagt ziemlich outstanding als Rolle. Ja, das bleibt auf jeden Fall hängen. Das stimmt. Da bahnt sich die Stimme auf jeden Fall den Weg vom Gehörgang ins Gehirn. Ja, und der Vetter gibt aber nicht viel auf die Warnung von Malte, dass wohl ein Sturm kommt. Und wie gesagt, also in dieser Szene hat mich das schon ein bisschen irritiert, dass er das so als Tatsache direkt auch an den anderen verkauft. Aber ja, Emanuel lässt sich davon nicht irritieren oder beeindrucken durch diese Warnung. Nee, er will sich lieber fit halten. Genau. Aber er sagt auch, wenn ein Sturm kommt, dann müssen wir auf jeden Fall fit sein. Ja, das ist auch was, was später nochmal aufkommt, was Malte auch später nochmal sagt. Genau. Also das ist ja schon ein Rat, den er dann auch beherzigt. Ja, und Malte geht ja dann weiter durch den Wald und ist so ganz in seine Gedanken versunken, bis ihm dann Oskar vor die Füße fliegt. Ja, er ist sehr schwer mit Denken beschäftigt. Oskar, die Möwe. Genau, sie kreist über den Himmel. Genau. Elegante Kreise, wie er später betont. Ist ihm sehr wichtig. Und Oskar redet ohne Punkt und Komma vom Fliegen und von seinen eleganten Kreisen und dass er damit Emma beeindrucken will. Aber Malte hört ihm gar nicht so richtig zu. Nee, der ist in Gedanken komplett woanders. Nämlich bei Schön. dem Sturm. Schön fand ich auch eine Möwe, die Emma heißt. Da hat ja aber jemand Christian Morgenstern gelesen. Ja, überhaupt die literarischen Anspielungen sind sehr süß da drin. Ja. Kommen wir auch noch bei den anderen beiden Schlangen noch dazu. Ja, da war es ja aber noch offensichtlicher. Also Ja, wäre das das ist nicht. Holzhammer. Ja. Genau. Und Malte beschäftigt sich dann lieber damit, Oskar auch Angst vor dem Sturm zu machen, woraufhin sich auch die Eule beschwert, nicht so stürmisch zu sein, weil sie doch schlafen wolle, aber ja, dann gestört wird. Genau, also Oscars Sprecher ist mir leider wieder unbekannt, aber die Sprecherin von Shushu habe ich rausgefunden. Und zwar ist das Ariane Roggen, die unter anderem die Katze mit Hut gesprochen hat. Ah, ja. In einer größeren Rolle als jetzt in dem Fall, wo sie nur sehr, sehr kurz auftritt, aber bei der Menge der auftretenden Figuren bzw. Tiere Ja, hier ist sind das ja gar nicht anders viele möglich. einfach mal nur für einen Satz vors Mikro Ja, gekommen. wirklich.
Was ich dann interessant finde, dass die Eule sagt, sie hat noch nie einen Sturm erlebt, wo ja die Schildkröte nicht so sicher war, wann das jetzt war mit dem Sturm. Also Simon sagte ja, hätte auch gestern sein können, letztes Jahr. Ja, also man kann wohl davon ausgehen, dass Shushu alt ist, beziehungsweise sie kann alt sein. Sie ist jetzt von der Stimme her, wirkt sie auf mich eher alterslos. Ich würde aber mal behaupten, dass Simon älter ist als Shushu. Ja, auf Also jeden Fall. wenn der wirklich einen Sturm erlebt hat, dann Vor den Lebzeiten. bevor Shushu da war. Ja, genau, so habe ich das auch interpretiert. Ja, aber dass man es zumindest zeitlich einordnen kann, weil er war sich ja nicht so sicher, aber ja, es muss anscheinend schon ein bisschen länger her gewesen sein. Und jetzt überlegen Sie sich, Sie müssten Vorsichtsmaßnahmen treffen, wenn Und der Sturm zwar wirklich soll eintreffen sollte. Oskar 3 Purzelbäume fliegen, wenn er einen Sturm im Anzug sieht. Ja, das typische Augsburger Quotenkiste-Formulierung. Ja, Dann zu auch fragen, wie das denn Oskars. aussieht, ein Sturm im Anzug. Genau, in welchem Anzug denn? Genau. Ist dann Oskars Frage. Was ich eine sehr berechtigte Frage finde. Also, hier so ein Hosenanzug, Smoking, Frack, man weiß es ja nicht. Vielleicht will der Sturm ja auch nur zu irgendeiner Gala-Veranstaltung, von daher. Muss man natürlich dann schon differenzieren. Und was ich auch sehr schön finde, ist, dass Oscar das nur macht, wenn er einen Titel Ja, bekommt. das fand ich auch wieder sehr herrlich. Also, ohne hochtrabend klingenden Titel geht da gar nichts. Und sie diskutieren ja dann verschiedene Möglichkeiten. Ich habe so das, hatte so das Gefühl, je länger, desto besser. Ja, das war Je auch mein. länger und je komplizierter, desto Ja. besser. Ja, er will ja immer beeindrucken. Ja. Das stimmt. Aber anscheinend reicht ja dann kommandierende Möwe der Sturmwarnanlage. Ich habe es mir extra aufgeschrieben, weil merken kann ich mir das jedenfalls nicht. Aber ja, das ist dann letztendlich der Titel, auf den man sich einigt, der anscheinend alle zufriedenstellt. Genau. Das heißt, schon mal ein Helfer hat Malte rekrutiert, wo ich mich allerdings auch gefragt habe: Purzelbäume in der Luft schlagen. Okay, in der Luft ist ja schon mal schön und gut. Aber warum gibt er denn kein akustisches Warnsignal von sich? Also, ja, sonst hätten die ganzen Fehlalarme nicht geklappt, logisch. Aber für mich wäre jetzt erstmal das logischste Warnsignal ein Alarmruf oder ähnliches. Also, das hat mich beim ersten Schauen sehr irritiert, dass man sich da Kann was für was man aufgeschrieben denn im Ganzen weit hören, wenn die Möwe da oben ruft? Das kann natürlich sein, dass das nicht möglich ist, aber dann hätte man natürlich einen Horchposten aufstellen können, ne? Der es weitergibt. Na ja gut, dann wäre man braucht man ja natürlich auch einen Posten. Das stimmt, wie bei jetzt bei dem Purzelbaum, bei der Purzelbaum-Variante. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch einfach so, weil bei uns ja viele Warnsignale eher akustisch irgendwie ablaufen, dass ich damit einfach gerechnet hatte, aber ja. Naja, das eigentliche Warnsignal ist ja letztlich auch akustisch. Das Das stimmt, Ding ist ja. halt nur, dass zwischen den Auslöser, also diese Purzelbäume und das akustische Warnsignal so viele Glieder geschaltet sind, dass da dauernd irgendwas. Ja, es ist sehr fehleranfällig. Ja. Das stimmt. Es geht ja halt schon mal damit los, dass diese Glocke sich nicht von selber läuten kann, ne? Ja, Aber Malte hätte aber. ja zum Beispiel auch sagen können, wenn du einen Sturm siehst, da ist die Glocke, geh die läuten. Ja, genau. Oder ja. Aber Man dann hätte ja hätten eine wir, lange Schnur auch machen können, dass er da schnell hinkommt oder so, aber. wir hätten dann auch keine Geschichte zum Erzählen gehabt, Ja. dann wären wir jetzt schon Wie fertig. gesagt, ja. Ne? Auf der Flucht und nicht geschnappt nach 5 Minuten. Also, Genau. Oskar ist jetzt kommandierende Möwe der Sturmwarnanlage und Malte geht weiter und kommt bei Max vorbei. Genau, und Max ist ein Eichhörnchen. Genau, und wird gesprochen von Herbert Meyer, also von Wutz. Der hier aber eine eindeutig männlich konnotierte Rolle spricht. Und mal wieder hört der eine dem anderen nicht zu, weil Malte nur an den Sturm denkt und Max die ganze Zeit von seinen Bauprojekten schwärmt, weil er anscheinend voll der Heimwerker ist.
Ja, also ich meine, das hört sich alles schick an, was er da plant mit Garten und was weiß ich noch. Also erstmal schwärmt er ja von seinem neuen Weg, den er angelegt hat. Und dann, was er da alles noch plant, also es klingt alles sehr schön. Aber ja, sie hören sich halt wieder absolut nicht zu. Und dann kommt ja auch noch seine Frau dazu, die keinen Namen hat, oder hast du einen gehört? Nee, ich habe auch keinen gehört. Hat mich auch gewundert. Frau Schellemann spricht sie auf jeden Fall. Und die fragt dann auch noch, ob Malte zum Fest kommt, das die beiden wohl am Abend geben wollen. Genau. Und da ist so ein Punkt, da könnte ich mir vorstellen, dass zum Beispiel im Buch das mehr ausgeschmückt wird, warum jetzt ein Fest gefeiert wird. Weil der Anlass wird ja jetzt nicht deutlich. Vielleicht, weil der We schöne Weg fertig ist. Ja, oder vielleicht feiert man die Ernte. Das ist ja sowas, Ja. was Tiere sicher gerne feiern, kann ich mir vorstellen. Ja, das könnte sein. Jedenfalls, genau, wird Malte eingeladen, mitzufeiern. Und ja, die beiden sind aber gelassen wie sonst noch was. Wenn es regnet, feiern sie halt unterm Baum. Hauptsache, sie feiern. Und es soll stürmen. Ach ja, na dann. Also, die sehen das Ganze unheimlich locker. Ja, sie lachen ihn ja eigentlich sogar ein bisschen aus dafür. Ja, also, als er dann weggeht, lachen sie sich wirklich sehr ins Fäustchen. Und wo dann auch wieder die schöne Formulierung kommt: Hosenscheiße sagt man nicht. Ja. Es ist wieder so typisch so: Hihi, sie hat es ja doch gesagt. Erst dachte ich, sie unterbricht ihn, damit es wirklich nicht gesagt wird, und dann schiebt sie es aber noch nach, was ich dann schon sehr lustig fand, muss ich zugeben. Also, der Witz hat mich bekommen, habe ich gekriegt. Ja, und dann lernen wir eine meiner Lieblingsfiguren kennen, nämlich Rufus. Genau. Ich Und bin mal als Brillenschlange tituliert, weil er ist eine Schlange und er hat eine Brille auf. ja, das ist eine ganz treffende Bezeichnung. Diesmal ist Malte so mit sich selber beschäftigt, beziehungsweise mit dem Sturm, dass er Rufus fast über den Haufen rennt. Genau. Der liegt da so in der Sonne. Und ich muss tatsächlich sagen, bevor der so den Kopf gehoben und was gesagt hat von wegen Vorsicht, ich lieg hier, renn mich nicht um, ist er auch nicht zu sehen. Nee, das Also stimmt. wohl zu sehen, aber er fällt halt nicht auf. Genau, also er verschwimmt quasi mit der Umgebung. Also ja, genau. Sehr schön gemacht. Ja, aber was ich so ein bisschen. Auf der einen Seite ist er traurig, dass er übersehen wird, habe ich so das Gefühl. Und auf der anderen Seite sagt er auch, ja, bin ich ja eh gewohnt. Also so richtig was dran ändern will er aber auch nicht. Ich fand das so ein bisschen passiv-aggressiv. So, Ja, auf jeden Fall. ich Also es hat könnte mich so ein ja auch bisschen. total auffällig sein, wenn ich wollte. Bin ich Ja, aber nicht. genau. Ja, das, also deswegen wusste ich jetzt nicht, ob ich ihn so sympathisch finden sollte, weil ich immer dieses passiv-aggressiv so, ja, mich übersieht ja eh jeder. Ich bin ja so ein armer Tropf. Fand ich dann, dachte ich so, ja, man kann sich halt auch sehr selbst bemitleiden. Und ja, aber er liegt am liebsten in der Sonne und das kann ich total nachvollziehen. Ja, und dann sagt Malte so ein Sprüchlein auf über Sturm und Locken Ja. und Türme und dass Rufus ja aber keine Angst haben muss, weil er sich einfach durchschlängeln kann. Und Rufus meint dann so, ja, mach ich glatt. Und dann geht Malte wieder. Und als Zuschauer versteht man natürlich, was Malte Rufus sagen will, nämlich, dass er aufpassen muss, weil abends dieser Sturm kommt. Angeblich. Ja. Aber Rufus war natürlich nicht die ganze Zeit dabei. Eben. Dementsprechend ist dann sein Kommentar, als Malte weg ist: Ich habe kein Wort verstanden. Ja, also auch dieses, kennst du diesen Spruch? Ich dachte, da käme jetzt ein sehr bekanntes Sprichwort. Ja, dem war jetzt nicht so, also ich kannte es auf jeden Fall nicht. Aber ja, interessant. Und dann läuft ja noch der Schatten von Emanuel durchs Bild. Und dann kommt halt noch diese abfällige Bemerkung, wobei ich auch da das Gefühl hatte, er macht sich auch so ein bisschen lustig von Ja. Rufus über Emanuel, der kann ja nicht mal bis drei zählen. Ja, also dieses ganze Rumgehetze ist ihm, glaube ich, zuwider. Also kann er nichts mit anfangen, findet er völlig unnötig. Nee, der will, glaube ich, einfach nur in der Sonne liegen und seine Ruhe haben. Genau, ja, genau. Und Malte macht sich dann auf den Weg nach Hause. Bei ihm zu Hause ist ordentlich Krach.
Ja, seine Bemerkung war dann: Nu, was ist denn hier ausgebrochen? Ich fand das ziemlich treffend. Ja, genau. Ich weiß jetzt nicht, ob das Chaos ausgebrochen ist oder wilde Tiere aus dem Zoo oder so, aber ja, es ist auf jeden Fall ein heilloses Durcheinander. Und genau, man sieht die Behausung, Wohnung, Haus von Malte mit seiner Sachensammlung, was ich auch eine sehr süße Bezeichnung fand. Denn Malte sammelt alles. Ja, vor allem alles, was die Leute wohl so in den Wald werfen. Ja. Wobei man sich wohl denken kann, dass mit Leute weniger die Tiere gemeint sind, die im Wald leben, sondern mehr die Menschen drumrum. Ja, was natürlich so ein bisschen ich zumindest als kleiner Seitenhieb so auf Umweltverschmutzung habe ich so verstanden, dass jetzt ja Na, so so klein war der jetzt nicht, wenn ja man mal sieht, wie groß diese die Sachensammlung Sammlung ist. ist ja genau, also es wird nicht groß thematisiert und moralisiert quasi, so mit erhobenem Zeigefinger, aber es wird eben dargestellt, die Menschen lassen sehr viel, was für uns als Müll zu erkennen ist, im Wald liegen. Ja, also zum Beispiel der eine von den beiden, ich weiß nicht welcher, trommelt auf so Konservendosen rum, über die er so, keine Ahnung, Lederlappen drüber gezogen hat, mit so Stöcken, und der andere hat da so eine Tröte. Genau. Hauptsache, es macht schön Krach. Ja. Aber ja, Malte hat einen Plan, die beiden zu beschäftigen. Sie sollen ihm ein langes Seil vom Wasserfall bis zum Haus legen. Genau, und den beiden erklärt er jetzt auch, was da jetzt wohl angeblich kommt. Genau. Wobei den beiden sagt er gar nicht, der Sturm kommt wohl heute Abend, sondern bei denen hält er sich so ein bisschen zurück. Ja, er hat so diese schöne Formulierung. Wo habe ich es mir aufgeschrieben? Da. Es kommt vielleicht ein todsicherer Sturm. Also vielleicht todsicher. Möglicherweise ganz bestimmt kommt dieser Sturm. Also das ist diese schöne Dualität von ganz bestimmt vielleicht, was ich ja sehr süß fand. Also er sagt denen schon, dass sicher ein Sturm kommt, aber anders als bei den anderen sagt er nicht, der Sturm kommt heute Abend, sondern Genau. wir müssen uns Ja, halt also bereit nicht machen, datiert. weil irgendwann. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, weil es sind halt seine Neffen und der hat die lieb und der möchte die nicht so unbedingt. Nicht so stressen, ja. Ja. Nicht traumatisieren mit seiner Warnung. Genau. Ja, finde ich nachvollziehbar. Genau, und er, nachdem er seine Neffen dann beauftragt hat, macht er sich weiter auf den Weg. Und trifft auf noch ein Eichhörnchen, aber diesmal ein schwarzes namens Zampano. Genau, das ist Arno Bergler, alias Herr Ärmel, alias Cookie, ja, und so weiter. Also als Puppenkisten-Fan kennt man den. Weithin Zumindest bekannt, die ja. Stimme kennt man. Genau. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum ich Pia gefragt habe, ob sie einen Haselnuss möchte, weil. Also so schön, wie hier aneinander vorbeigeredet wurde, wurde es die ganze Zeit noch nicht. Also Malte wird immer wieder gefragt, ob er eine Haselnuss möchte. Die Zampano gerade schon reichlich vergraben hat. Und ja, warum? Er hat quasi ein Kernkraftwerk gebaut, weil er damit sich durch den Winter versorgen will, mit diesen Haselnüssen. Und Ja, Malte möchte und jetzt gerne erklären, wofür ihr ihn braucht, kommt aber leider nicht zu Wort. Unter den ganzen Versicherungen, wie hundertprozentig man sich doch auf Zampano verlassen kann. Und er ist ja sowas von für ihn da. Und egal, was passiert, also man kann sich auf den verlassen. Also unglaublich. ich quäl dich mit Haselnüssen, aber du willst doch gar keine Haselnuss. Ja, also irgendwie hört er ihm schon zu. Es ist ihm nur scheinbar komplett egal. Also. Ja, sehr interessant. Oder auch später, du nimmst eine Sonnenblume ins Maul. Oder eine Haselnuss. Nein, eine Sonnenblume. Sonnenblume. Ja. Ich wäre aber lieber eine Haselnuss. Ja. Ja.
Haselnussbesessener geht es nicht. Ja. Aber er soll eben keine Haselnuss, sondern eine Sonnenblume nehmen. Genau. Und damit auf seinen Baum steigen und gucken, ob Oskar drei Purzelbäume schlägt. Genau, dass er da von da oben eben einen guten Überblick hat und dann schaut, ob er eben diese drei Purzelbäume sieht und dann die Sonnenblume in den Fluss werft. Wo ich dachte, aha, so kommen wir also zu dem Wasserfall irgendwann, der schon vorhin angedeutet wurde, wo das noch nicht so ganz zusammenpasst, warum jetzt das Seil eben zum Wasserfall sollte und nicht irgendwie zu Oskar. Sehr schön fand ich auch dann noch den kleinen Wortwechsel. Drei Purzelbäume. Geht denn das? Ja, also ich weiß nicht. Oskar kann das. Ja, wobei er es ja beim Testflug noch nicht so hinbekommen hatte, aber da hat er ja erstmal nur zwei hinbekommen, aber er war sich seiner Sache ja sehr sicher, dass das mit den drei Purzelbäumen im Ernstfall dann hinhaut. Genau, Dann kommen wir also. zu unserem Liebespaar Romeo und Julia. Ja, da ist so eine kleine Versammlung auf einer Waldlichtung. Da haben wir zwei Schlangen, zwei Wühlmäuse, eine Wachtel und eine Schnecke, Genau. die alle beschließen, dass sie sich jetzt nicht mehr gegenseitig auffressen, wo ja der Sturm kommt, der so gefährlich ist. Genau. Also für die potenziellen Futtertiere, sage ich mal, ist die Warnung durchaus von Vorteil, dass sie sich davon jetzt nicht mehr fürchten müssen, gefressen zu werden. Und ja, sie gehen davon eben aus, dass alle die Glocke hören werden und dann eben sich einen Unterschlupf suchen können. Wobei die Schnecke natürlich Bedenken hat, weil sie kann ja so schnell nicht irgendwo hinkriechen. Gott sei Dank hat sie ihr Haus ja immer dabei, in das sie sich verkriechen kann. Die Schnecke ist zum Beispiel Rose Ömichen. Das fand ich ganz schön, dass sie auch noch mal was Ja, zu sagen kriegte. genau. Die beiden Wühlmäuse habe ich tatsächlich nicht rausgefunden. Die Wachtel, das ist Gunda Maria Jentsch. Die kenne ich tatsächlich nur als die Mrs. Coolwater. Wenn irgendjemand weiß, ob sie noch irgendwas bei der Puppenkiste gemacht hat, dann darf er sich gerne bei mir melden, weil ich würde gerne noch mehr von ihr hören. Ja, Die fand scheint ich auch sehr ja, schön. also die scheint ja noch mehr zu können, als nur rumzumeckern. Definitiv, ja, auf jeden Fall. Und dann haben wir noch Christel Peschke als Julia, Die die, eine Schlange ist, ja. genau, das ist zum Beispiel Naphthaline bei Urmel spielt im Schloss. Und dann der Ralf Grobe spricht den Romeo, den kennen wir zum Beispiel als Prinz von Pumpelonien. Einer meiner Favorites. Genau. Auf jeden Fall ist jetzt deren Verhalten schon mal geklärt. Ich fand Nur es sehr die. schön, dass die Wachtel, als Malte meint, sie soll doch zu Schuschu gehen, wenn der Sturm kommt, dass sie meint, sie kann die Eule nicht ausstehen, weil sie so verschlafen ist. Ja, stimmt. Und dass die Schlafen für sehr vernünftig hält, die Eule, das erfahren wir auch später nochmal. Und dann taucht auch noch mal dieser Hinweis auf, dass man eben fit sein muss, wenn so ein Sturm kommt. Genau, ja. Wobei Malte jetzt hinzufügt, dass man es halt eben nicht so übertreiben muss wie Emanuel. Genau. Hauptsache, man kann eben rechtzeitig einen Unterschlupf finden. Die Wühlmäuse können sich ja zum Beispiel einfach verbuddeln und ja, haben da einen Vorteil. Jetzt haben wir aber noch das Rätsel, wenn sie die Glocke läuten hören. Okay, Glocke läuten, wie kommt denn jetzt? Kommt man denn von einer Blume im Wasserfall zu einer Lo läutenden Glocke? Und dabei hilft uns jetzt der Frosch Hermann. Ja, allerdings hilft er nur, wenn er nicht vom Wasserfall weg muss, weil er reist nicht gerne. Genau. Aber zum Glück muss er ja nur Tag und Nacht aufpassen. Und das scheint für ihn jetzt kein großes Problem zu sein. Ich fand aber auch hier wird wieder sehr schön aneinander vorbeigeredet. Ich habe mir hier mal so alle Wortverdrehungen mitgeschrieben, die er so fabriziert hat. Es ist ja doch eine ganze Menge Müll dabei rausgekommen. Das stimmt. Also er hört schon irgendwie zu, aber die Umsetzung in seinem Kopf klappt da nicht so ganz zu dem, was Ja, er dann tun soll.
Ja, also es wird ja vor allem auch immer abgedrehter. Also er sagt zum Beispiel am Anfang noch, wenn ein Seil vom Wasserfall herunterfällt, ziehe ich an einer Sonnenblume. Genau. Okay, naja, so ungefähr. Dann sagt er, wenn ich klingle, gibt es einen Sturm, dann klinge ich lieber nicht. Ich mag nämlich keinen Sturm. Das kann ich verstehen. Wenn man dieser Logik folgt, ist es auf jeden Fall sehr logisch, das dann nicht zu klingeln. Allerdings ist ja genau das, was wir nicht möchten. Und dann erklärt Malte ihm nochmal, nein, der Sturm kommt von selber, aber wenn du die Sonnenblume siehst, dann musst du am Seil ziehen, weil dann am anderen Ende klingelt eine Glocke und dann wissen alle, dass ein Sturm kommt. Und dann sagt Hermann, wenn eine Glockenblume in den Wasserfall fällt, dann ziehe ich an einem Sturm und am anderen Ende klingelt die Sonne. Ja, das ist dann vollkommen verdreht. Also zumindest war er wieder bei einer Blume, die kommt. Aber der Rest ist halt, ja, völlig Banane. Und dann meint Hermann halt auch, man soll ihn ja nicht für dumm verkaufen, weil er kann ja nicht an einem Seil ziehen, wenn keins da ist. Genau. Das ergibt ja schon wieder Sinn, dass Und er nirgendwo dran ziehen kann, was, wenn es nicht da ist. genau, und daraufhin muss Malte ihm dann erklären, dass halt Sepp und Flo sich gerade darum kümmern, dass das Seil von A nach B gespannt wird. Und erklärt ihm auch nochmal, nein, nichts mit Glockenblumen und einer klingelnden Sonne, sondern eine Sonnenblume und eine klingelnde Glocke. Genau. Und dann meint halt Hermann am Schluss, er hätte es begriffen, wenn das Salwasser auf der Sonne angeschwommen kommt, mache ich einen Klingelsturm und die Glocke ist im Eimer. Ja, also Klingelsturm ist ja schon mal okay, löblich, wenn er sehr doll klingeln will. Und dass da, wo die Glocke in den Eimer geht, ja, okay, aber es ist halt wieder überhaupt nicht das, was vorher gesagt wurde. Auf jeden Fall, spannende Wortkreation. Es ist auf jeden Fall von Gotthard Ebert eine sehr, sehr schöne Leistung, wie er diese Rolle hier angelegt hat. So total, also von nichts eine Peilung, aber mit krassem Selbstbewusstsein. Ja, das, was er an Ahnung nicht hat, macht er mit Überzeugung wett, kann man so Genau. sagen. Also Ja. ja, doch, definitiv. Ist also auf jeden Fall sehr bemüht und ich finde es auch interessant, dass er auch sagt, also ja, solange ich nur die ganze Zeit aufpassen muss, ist mir der Rest egal. Hauptsache nicht vom Fleck bewegen. Ja, nicht vom Fleck bewegen, das hat er ja mit Peter gemeinsam, ne? Ja, genau. Wobei ich mir bei diesen Tieren, also Peter, jetzt absolut nicht sicher bin, was er für ein Tier darstellt. Ist es wohl irgendein Nagetier? Aber. Ja, also ich dachte beim ersten Anblick, es wäre ein Biber. Aber erstens passt diese Schwanzform hinten dran nicht, also er hat halt nicht dieses typische, ich weiß nicht, wie man das nennt, dieses runde Platte, was der Biber hat, womit die immer so überall draufklopfen. Und dann kam halt später der richtige Biber und sah ganz anders aus. Genau, Und also dann dachte ich, es ist vielleicht eine Bisamratte. könnte ich mir schon vorstellen, dass es irgendwie sowas in die Richtung ist. Also ich glaube, in der Nager-Richtung sind wir uns einig, Ja. was es jetzt konkret darstellen soll. Ja, einigen wir uns mal auf Bisamratte. Auf jeden Fall ist der Peter gesprochen von Gerhard Jentsch. Den kennt man zum Beispiel als König Alfons der Viertel vor Zwölfte, wenn man von der Farbversion ausgeht. Und sein Frauchen, ich habe hier einfach nur Frauchen hingeschrieben, weil sie hat auch wieder keinen Namen bekommen. Es ist irgendwie was sich so durchzieht, ne? Die Frauen haben alle keinen Namen bekommen. Und sie scheucht ihn ja auch so schön durch die Gegend. Deswegen Ja, fand ich Frauchen irgendwie das ganz passt sehr passend. gut, ja. Habe ich nochmal Christel Peschke aufgeschrieben. Würde ja auch Sinn ergeben, weil der Rollengröße, wobei Größe da wirklich wahrscheinlich der falsche Relativ Begriff ist. ist. Ja. Ja, aber das war so die Stimme, die ich da rausgehört habe. Ja. Und die ist ja auch ziemlich fit, die kann Rollen sehr unterschiedlich anlegen. Ja, das würde auf jeden Fall passen. Ja, weil Peter ist sehr beschäftigt in seiner Hängematte mit Denken, bis seine Frau,
dann zu ihm kommt und ihm Aufgaben gibt, die er natürlich alle noch erledigen will. Genau, und zwar sofort. Aber nee, lieber erstmal drüber nachdenken. Genau, drüber nachdenken ist wichtig. Und nach seiner Logik ist es auf jeden Fall besser, sich erstmal auszuruhen und es dann zu machen, weil dann macht man es ja viel effektiver, als wenn man es direkt erledigt. Weil dann hat man sich erstmal ausgeruht, hat dann alles ganz schnell erledigt und hat dann am Nachmittag Zeit. Weil, also er hat ja konkrete Aufgaben bekommen, die er am Vormittag erledigen will. Und den ganzen Rest will er ja nachmittags erledigen. Von dem ist dann später gar keine Rede mehr, aber ja. Aber dazu kommt es dann gar nicht, weil Frauchen ihn ja dann doch losscheucht und er zum Einkaufen geht und dann feststellt, ja, nee, ich weiß ja gar nicht, was ich einkaufen soll. Dann gehe ich doch besser mal ins Wirtshaus, weil von der ganzen Hetzerei ist mein Gedächtnis ja total im Eimer. Ich gehe dann doch mal lieber ins Wirtshaus mich ausruhen. Ja. Also ist das wunderbare Prokrastinationslogik, dass wenn ich jetzt mich nochmal umdrehe und nochmal eine Stunde schlafe, dann bin ich ja viel ausgeruhter und habe dann meine Sachen wesentlich schneller erledigt, als wenn ich jetzt aufstehe und sie sofort anfange. Also ja, ja. Lieber nochmal ein YouTube-Video gucken. Genau. Als jetzt direkt loslegen, weil ja, dann ist man ja viel entspannter, geht da viel besser an die Sache ran und dann macht sich das dann quasi von alleine. Also mir ist diese Logik leider sehr bekannt. Ja. Ich habe mich ein bisschen ertappt gefühlt. Ja, ja, ich kenne sie auch. Und im Wirtshaus wartet dann ja auch schon Simon, der ja auch gleich erklärt bekommt, dass Peter gar nicht lange da bleiben will. Er will nur kurz ausruhen, weil er hat so wahnsinnig viel zu tun. Ja. Da ist dann kurz ausruhen das beste Mittel. Genau. Und dann schwenken wir zu unserem bereits bekannten Oscar, der ja schon vorher davon geredet hat, dass er doch auf jeden Fall einen Titel braucht, um seine Emma zu beeindrucken. Und die lernen wir jetzt auch kennen. Ich finde, die Emma ist sehr, sehr putzig mit diesem kleinen Kopftuch da. Ich finde sie auch total niedlich. Also ich kann voll verstehen, dass Oscar in sie verschossen ist. Ja. Das ist echt eine Süße. Ja, auf jeden Fall gibt der Oscar ja jetzt da an, dass er kommandierende Möwe der Sturmwarnanlage ist und dass er 3 Purzelbäume fliegen soll, wenn er einen Sturm sieht. Und Emma glaubt überhaupt nicht, dass er 3 Purzelbäume fliegen kann. Was ja auch nicht, wo sie auch nicht ganz Unrecht hat, wie gesagt, beim Versuch ist er ja noch dran gescheitert. Aber das kann er natürlich so nicht auf sich sitzen lassen. Und es kommt, wie es kommen muss. Oscar will sich beweisen. Steigt in den Himmel auf und er schafft es. Er schlägt tatsächlich 3 Purzelbäume. Genau. Und der Rest der Sturmanlage funktioniert dann tadellos. Tampano lässt die Sonnenblume in den Fluss fallen. Hermann, der sich gerade noch ein bisschen gelangweilt hat, sieht die Sonnenblume und zieht am Seil. Und dann geht das Ganze los. Genau, also man kann schon sagen, die Überlegung war ein Erfolg. Ja, leider sind halt relativ viele daran beteiligt, sodass da öfter mal was schiefgehen kann, wie wir jetzt sehen. Also man sieht zum Beispiel die Wühlmäuse, die sich einwühlen, Shushu, die ihre Höhle zumacht. Dann sieht man Romeo und Julia, die sich gegenseitig nochmal versichern, ja. Ob der jeweils andere da ist. Ja, genau. Also die müssen nochmal abklären, dass hier wirklich der andere auch da ist und es allen gut geht. Und ja, genau. Schön fand ich auch, dass Zampano total stolz auf sich ist. Das hat er gut gemacht. Mit ihm kann man rechnen. Ja, genau. Ja, ich meine, er hat ja auch alles richtig gemacht, ne? Also. Ja, Zampano und Hermann haben alles richtig gemacht. Die haben die Purzelbäume geschlagen, also. Hat er sich in Gang gesetzt. Also das ist ja schon so wie abgesprochen quasi. Nur leider war der Auslöser falscher Alarm. Und dann sieht man auch das erste Mal den Biber, der noch von gar nichts irgendwas mitbekommen hat. Erstmal fragt, warum denn hier irgendwo eine Glocke bimmelt und die Wachtel kommt an, es soll ein Sturm kommen. Und der Biber ist auch so, ach, so ein Unsinn, ein Sturm hat es hier noch nie gegeben. Aber zur Sicherheit will er doch lieber in seine Wohnburg kriechen. Kann ich absolut nachvollziehen, ja. Hätte ich auch dann eher die Idee, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Also das würde ich dann auch
so sehen. Und Rufus sehen wir auch noch mal, der auch wieder so vor sich hin mosert, so, ich könnte ja auch so einen Rabatz machen, wenn ich wollte, mache ich aber nicht. Ja, Grummel, genau. grummel. Also so richtig zufrieden ist er nicht, aber er beugt sich dann dem Alarm quasi. Und Hermann findet seinen Job auf einmal saublöd. Ja. Ich habe allerdings nicht so richtig verstanden, weshalb du. Nö, ich weiß auch nicht. Also vielleicht, weil er so sich anstrengen muss, um zu läuten oder so, aber Er irgendwie so wollte doch richtig klar. unbedingt einen Klingelsturm machen. Ja. Eben, und der macht da ja auch sowas von. Also von daher, keine Ahnung, was da jetzt sein Problem ist an der Sache. Wir werden es nicht erfahren, vermutlich. Ah, auf jeden Fall hat Oskar ja jetzt bekommen, was er will. Emma ist total beeindruckt. Ja, weil er hat es ja hinbekommen. Dafür ist Oskar jetzt auf einmal total geknickt, weil ihm aufgeht, dass er total Mist gebaut hat. Ja, leider ein bisschen spät, aber nun ja. Mir fällt jetzt auf, vielleicht hätte er das mit dem Klingelsturm nicht machen sollen. Da kann man ihm so zustimmen, in dieser Einsicht. Dazu ist es jetzt aber zu spät. Ja, und Malte schickt jetzt seine Neffen vor, dass sie ihn doch entschuldigen sollen, dafür, dass er eben dieses Chaos verbreitet hat. Wobei man ja sagen muss, es hat zumindest funktioniert. Also, und eigentlich kann er ja nichts dafür. Okay, er hätte sich vielleicht einen ausgeklügelteren Plan überlegen können, aber sonst, also weniger Schwachstellen. Ja, also ich weiß nicht, würden wir jede Alarmanlage, würden wir jede Alarmanlage nach dem ersten Fehlalarm abschaffen? Wir wären ganz schön dumm dran, ne? Ja, eben, finde ich nämlich auch. Also eigentlich war es ja ein guter Probelauf. Man könnte es also auch als Erfolg verkaufen. So nach dem Motto, so, wir haben jetzt alle einmal gesehen, dass es klappt. Wenn dann jetzt der Ernstfall kommt, dann wissen wir alle Bescheid, wie sich das anhört. Verkaufen wir es doch einfach als Sturmschutzübung. Genau. Aber es trifft ja auch prompt eine Abordnung ein von Tieren, die die Anlage abschalten wollen. Ja, wie gesagt, es ist irgendwie ein bisschen eine sehr übertriebene Reaktion meiner Meinung nach auf den Fehlalarm. Ja, aber es sind ja auch überwiegend Tiere, die von Anfang an sehr kritisch reagiert haben. Also vor allem Emanuel überrascht mich jetzt nicht, dass der voranprescht Nee, und das sagt, stimmt. ey, du machst dich ja nur lächerlich, hör mal auf mit dem Scheiß Ja, da. so nach dem Motto, ich habe es ja schon von Anfang an gesagt, dass das Quatsch ist. Aber Malte will dann auf jeden Fall wenigstens bis die Jahreszeit der Stürme vorbei ist, die Anlage behalten. Und das finde ich eine sehr vorausschauende Sichtweise. Und sagt, naja, selbst wenn keiner kommt, wir sollten erstmal abwarten, bis die Gefahr wirklich gebannt ist. Da hat er recht. Absolut, da bin ich ganz auf seiner Seite. Also Tiere haben halt eben keinen Wetterradar und auch keinen Wasserpegel, wo man mal eben anrufen kann. Ja, das Die stimmt. müssen eben Oskar fragen. Ja, der nur leider zwischenzeitlich mal mit anderen Dingen auch beschäftigt ist, als nur Aussicht nach Stürmen zu halten, was man aber auch irgendwie verstehen kann. Wobei es ja auch erstaunlich ist, wie wetterfühlig so Tiere manchmal sind. Also Ja, sie sind ja eigentlich manchmal sollte man. schon Tage vor solchen Stürmen unruhig, bevor man sowas auf dem Radar überhaupt sieht. Oder auch was Vulkanausbrüche betrifft, wenn du in so Gegenden bist, wo Vulkane gibt, da sind dann die Nutztiere schon unruhig, bevor die Geologen überhaupt warnen. Ja, das stimmt. Also eigentlich sollte man meinen, da könnten sich die Tiere schon gut drauf einstellen und es sind nicht erst so kurz vorher quasi davon überrumpelt. Aber ja, anscheinend ist dem nicht so. Naja, es sind hier halt eben anthropomorphisierte Tiere und keine richtigen Tiere. Ja, genau. Ja, und das alles ist anscheinend an Peter spurlos vorbeigegangen. Der sitzt nämlich immer noch da und schläft. Naja, er Obwohl war er ja noch. auch irgendwo drin, er musste gar nicht irgendwo unterkriechen, also. Das stimmt natürlich. Da hatte er es gut. Aber ja. Dafür, dass er sich nur kurz ausruhen wollte, hatte das dann ja doch eine Weile getan. Genau, aber Anscheinend. jetzt wird er von Simon aufgeweckt, weil Simon, so alt er auch ist, vergesslich ist er offenbar doch nicht so ganz. Denn Simon hat nicht vergessen, dass Peter noch so einiges zu erledigen hatte und versucht jetzt, den Peter aufzuwecken. Genau. Was er erst mit einigen Mühen schafft und dann auch mit dem Verlust, dass er auch durch die Gegend geschleudert wird.
Und dann auch noch auf dem Rücken landet. Ja, was ja für so eine Schildkröte schon echt zum Problem werden kann. Und der Peter hilft ja dem Simon noch nicht mal zurück auf den Bauch, sondern entschuldigt sich nur, entschuldige Simon, aber ich habe jetzt ganz viel zu tun. Aber Genau. das macht nichts, ich bin jetzt so frisch, das hole ich alles wieder auf. Zumindest denkt er das noch. Allerdings auch nicht wirklich lange, ne? Oh. Geht dann relativ schnell auf, dass ja, er dem Ganzen wohl doch nicht so gewachsen ist und er jetzt etwas gut zu machen hat bei seiner Frau, der ja versprochen hatte, all die ganzen Dinge zu erledigen. Ah, währenddessen liegen alle Tiere entspannt in der Sonne und freuen sich über den Spätsommertag. Und dann kriegen wir so ein bisschen literarische Bildung mit dem Holzhammer eingeprügelt. Genau. Denn Romeo und Julia unterhalten sich darüber, was es denn wohl für ein Vogel war. Es war die Nachtigall, nicht die Lerche. Ja, so ähnlich. Also ich habe mir hier aufgeschrieben, Julia, da singt eine Le Nachtigall. Romeo, nein, Julia, das ist eine Lerche. Rufus, also wenn ihr mich fragt, ist das ein stinkordinärer Kuckuck. Ja. Romeo, es hat dich aber niemand gefragt. Ja. Was natürlich auch wieder so. Ratz. Wir erfüllen hier gerade höhere Bildung, sei still. Aber ja. Naja, es ist aber auch mitten am Tag. Wie soll da eine Nachtigall singen, ne? Ja, also der Einwand ist sehr berechtigt, aber gut. Über den Gedanken, wie das denn jetzt wohl gut zu machen ist, kommt Peter Gitz weisen Eulenrat, würde ich mal sagen. Er soll doch seiner Frau Blumen bringen. Peters erster Gedanke daraufhin ist interessanterweise, er soll, könnte ja Eukalyptus mitbringen. Ja, würde für mich jetzt nicht unbedingt unter die Blumen fallen, aber okay. Und als Schuschu meint, das wären keine Blumen, denkt er an Schnittlauch. Ja, also Schnittlauch hat ja relativ interessante Blüten, finde ich. Aber so als Zierblume doch eher ungeeignet, würde ich sagen. Ich wüsste jetzt nicht mal, wie die Blüten von Schnittlauch aussehen, ehrlich gesagt. Ja, die sind so lila. Aha. Ich weiß, dass wir hatten mal welchen so in einer Topfpflanze für die Küche. Aber ja, in der Vase würde ich mir Schnittlauch definitiv nicht hinstellen, um das mal festzuhalten. Und dann entscheidet er sich natürlich fatalerweise für die Sonnenblumen. Ja, Weil und wie sollte es zwar anders nicht nur sein? eine, sondern gleich einen ganzen Strauß. Ja, also wenn schon, denn schon, ne? Wenn man was verbockt hat, dann muss man es auch ordentlich wieder gut machen. Oder wie Shushu es ausgedrückt hat, wenn man seiner Frau Blumen mitbringt, dann verzeiht sie einem die tollsten Sachen. Ja. Was ich eine, ja, fragwürdige Aussage finde, aber gut. Wenn die Eule das meint, irgendwoher wird sie das Wissen ja haben. Naja, und dann passiert, was ja passieren muss, Genau. weil unsere Geschichte muss ja irgendwie weitergehen. Peter kommt auf dem Nachhauseweg am Fluss vorbei, wo Zampano wohnt, und ihm fällt eine seiner Blumen in den Fluss. Genau. Und die beiden versuchen es noch wieder gut zu machen. Beziehungsweise Zampano versucht es noch wieder gut zu machen, indem er sagt, schnell hinterher, hol die Sonnenblume da raus. Ja, aber Aber weil er hat Peter ja selber auf kapiert den. ja noch nicht mal, was Zampano überhaupt will. Nee, das stimmt, aber Zampano kann es ja auch selber nicht machen, weil er ja selber die Warnsonnenblume, sag ich mal, im Schnabel hat und die ja auch nicht hinterher schmeißen will eigentlich. Ja, und vor allem muss er auch da bleiben und Oskar beobachten. Genau. Also er kann ja seinen Job nicht vernachlässigen, weil man kann sich ja auf ihn verlassen. Ich finde das schon so großspurig betont. Und ja, in dem ganzen Hin und Her, dass jetzt doch bitte diese Blume geholt werden soll, fliegt dann noch der ganze Strauß hinterher. Und Zampanus Blume gleich mit. Ja. Also quasi Blumenstrauß plus eine Blüte an Sonnenblumen. Ja, und dann sehen wir Hermann, der ja wirklich schon fast am Einschlafen ist. Genau, der Und macht sich einen dann entspannten Tag. ziemlich
aufgeweckt ist auf einmal und sich fragt, nanu, was kommt denn da für ein schrecklicher Sturm, dass da so viele Blumen den Wasserfall runtergeprasselt kommen. Ja, also da muss ja schon einiges sich zusammenbauen, wenn da so viele Blüten geschmissen werden quasi. Und ja, er geht dann natürlich seinem Job nach und läutet wie ein Wilder die Glocken oder die Glocke, die er am Seil zieht. Mhm. Und wir sehen im Grunde das Gleiche nochmal. Alle kriechen wieder unter. Romeo und Julia versichern sich noch. Versichern sich gegenseitig. Ja. Rufus meckert vor sich hin. Das, was er anscheinend am besten kann. Sogar Emanuel kriecht jetzt grummelnd unter. Aber mit dem Unterton, wenn das jetzt wieder nicht stimmt, dann passiert aber was. Genau. Und wir als Zuschauer wissen natürlich schon, es ist tatsächlich schon wieder ein Fehlalarm. Und Oscar fliegt oben seine Kreise und ist total verwirrt, weil er ja gar nichts gemacht hat. Genau. Er hat sich ja diesmal absolut korrekt verhalten, hat keine Purzelbäume geschlagen, die er nicht schlagen sollte. Und trotzdem gibt es eine Sturmwarnung, obwohl er weder Sturm noch Anzug sieht. Sehr charmant ist dann im Nachgang. Die Blumen werden natürlich weiter den Fluss heruntergetrieben und kommen dann bei der Wurmburg vom Biber vorbei. Und der wundert sich, nanu, ich habe doch noch gar nicht Geburtstag, das ist aber nett. Ja. Genau, der freut, wenigstens einer freut sich über die ganzen Blumen. Wenn es schon nicht Peters Frau war, dann zumindest der Biber. Ja, aber es war eben wieder ein Fehlalarm. Und Malte zieht daraus seine Konsequenzen und sagt, Leute, dann packe ich meine Sachen. Ich weiß noch nicht, wo es hingeht. Hauptsache weg. Mm. Aber ich habe es so verstanden, dass die Tiere ihn rausschmeißen. Also, weil Emanuel macht ja erstmal Sepp und Flo ziemlich rund, weil sie mit Malte so viel rumgehangen haben. Und auch bringt deutlich zur Sprache, dass er hofft, dass sie nicht auch noch mit dieser Sturmwarnanlage zu tun hatten. Und in dem Atemzug sagt er halt auch, Malte soll seine Sachen packen und gehen. Ja. Also ich hatte jetzt den Eindruck, ihm wird es nicht direkt gesagt, aber er kriegt es halt mit, wie alle sagen, dass er verantwortlich ist und dass er doch besser das Weite suchen sollte. Also seine Neffen, wenn es nach denen geht, müsste er ja nicht gehen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also die halten ja, würden weiter zu ihm halten, aber ja, er macht sich trotzdem auf den Weg. Aber vorher schenkt er noch seine Sachensammlung den beiden Kindern. Genau, die dürfen sich alles aussuchen, was sie haben wollen. Er verschenkt sein Hab und Gut. Die Sammlung kann man wahrscheinlich auch echt schwer mitnehmen. Nicht besonders handlich. Und Oscar scheidet auch aus dem Dienst, weil er sagt, er hat sich so blamiert. Diesen Titel will er nicht mehr tragen, für den er sich vorher so eingesetzt hat. Aber das findet Emma nun gar nicht gut, weil Treulosigkeit kann sie gar nicht leiden. Genau. Sie will sogar nicht mal mehr mit ihm gesehen werden und fliegt demonstrativ ans andere Flussufer. Ja, also zumindest sie hält dann irgendwie ja auch Malte die Treue und ist da weiter auf Seiten der Sturmwarnanlage. Was ja dann auch Oscar dazu bringt, weiter Purzelbäume zu fliegen. Ja, beziehungsweise erstmal nur seine Runden. Und ja, die Neffen, wie gesagt, die wollen ihn ja eigentlich unterstützen und fragen dann die Wühlmäuse, was sie machen können. Und sagen, ja, frag doch mal Bernie, den Biber. Der hat eigentlich immer gute Ideen. Und sind ganz begeistert, als das dann schon als gute Idee gefeiert wird. Ja, weil sie sich, dass sie auch mal eine gute Idee haben. Wir haben nie Ideen, wir wühlen nur. Ja. Fand ich sehr süß. Wirklich süß, ja. Und dass sie sich dann auch so freuen, dass sie mal dafür gelobt wurden, dass sie gesagt haben, ja, frag doch mal den und den. Fand ich auch sehr niedlich. Ja, und Sepp und Flo gehen dann zu Bernie Lugingfühl, dem Biber. Der wird von Sepp Wäsche gesprochen. Das ist ja ein alter Bekannter. Genau. Und der kündigt erstmal großspurig an, er habe mindestens so viele Ideen, wie er schon Bäume gefällt hätte. Genau. Hat wahrscheinlich nicht mit der Nachfrage gerechnet, wie viele Bäume er denn schon so gefällt hat. Und da habe ich dann gedacht, da merkt man so ein bisschen, dass das Englische die Originalsprache ist, weil der Dialog geht halt, wie viele Bäume hast du schon gefällt? Keine Idee. Weil das Englische No Idea, Idea wäre da ein bisschen treffender. Ja, so im Sinne von die Doppeldeutigkeit von keine Ahnung und ich habe keine Ideen. Ja, genau. Aber ja, es kommt halbwegs gut noch im Deutschen rüber, aber im Englischen wirkt es wirklich besser noch. Ja.
Aber die anderen Tiere, ja, freuen sich. Soll ja keinen Sturm geben. Kein Sturm in Sicht. Also kann die Party bei Herrn und Frau Eichhorn steigen, die ja schon Naja, angekündigt aber wurde. erst nachdem halt die Glocke wieder an das Seil gehängt wurde, wie Bernie den beiden Jungs vorgeschlagen hat. Genau. Ja, den anderen Tieren ist es ja relativ egal. Die feiern so oder so. Aber genau, zumindest die Anlage wird wieder repariert. Genau. Und ja, Man sieht auch. dann halt die Tiere so beim Feiern. Genau, die haben Spaß. Emanuel gibt erstmal vor der Wachtel an, er wäre ein großer Wetterexperte und heute kommt ganz sicher kein Sturm. Er könne das beurteilen. Die Zuschauer ahnen schon, dass dem nicht so ist. Aber ja, genau, er verkündet das erstmal großspurig. Und dann, ja, kommt es im Prinzip, wie es kommen muss, ne? Für erwachsene Zuschauer nicht wirklich überraschend, zieht dann doch tatsächlich ein Sturm auf. Und es ist sehr gut, dass Oscar seinen Dienst wieder aufgenommen hat und seinem Titel gerecht wird. Ganz interessant, weil man diesen Sturm, es wird ja gar nicht verkündet, also er sagt ja gar nicht, oh, da zieht ein Sturm auf oder so, sondern man hört nur dieses Windrauschen. Es wird aber auch sofort deutlich, weil es ist das erste Mal, dass man Oscar in der Luft sieht, dass überhaupt sowas wie Wind da ist. Ja, genau. Also vorher hat man irgendwie nicht so die Hintergrundgeräusche, dass man jetzt irgendwie da so Luft durch die Flügel fahren hört oder so weit oder so, sondern ja, das ist das erste Mal, dass man wirklich Luftbewegung hört quasi. Und auch der Himmel war immer klar vorher. Jetzt sieht man das erste Mal Wolken. Ja, man sieht auch schon vorher so ein bisschen Wolken im Hintergrund, aber ja, es sind halt so typische Schäfchenwolken und dadurch, dass es ja jetzt nachts ist oder abends ist es auf jeden Fall dunkel, wirkt das Ganze natürlich auch wesentlich bedrohlicher. Vorher am Tag war der Himmel so schön hellblau. Ja, und Oscar macht halt, was er machen soll. Er macht seine Purzelbäume. Zampano ist tatsächlich auch noch auf seinem Posten Ja. und lässt die Sonnenblume fallen. Und auch Hermann ist noch da. Ja, also quasi alle Tiere, die Malte ausgesucht hat, bestätigen, dass man sich auf sie verlassen kann, würde ich sagen. Das würde Und ich auch dass es eine sagen. gute Wahl war quasi. Ja, und so setzt sich dann eben die Windwarnanlage in Gang. Aber ja, ihr trauen natürlich die größten Stänkerer von vorher trauen ihr natürlich erstmal nicht. Und besonders bezeichnend finde ich, ja, es kommt kein Sturm, weil vor Sturm ist ja erstmal Wind, wo man schon den Wind hört und auch eben sieht, weil die Kulisse sich so bewegt, als würde Wind wehen. Und ja, es ist irgendwie ein Leugnen von offensichtlichen Tatsachen, nur um das Prinzip zu willen, weil man ja schon gesagt hat, es kommt kein Sturm und man sich nicht als Experte blamieren möchte. Vielleicht etwas zu modern gedacht, auf die heutige Zeit übertragen, aber ja, Ja, genau. aber kaum, dass Emanuel halt gesagt hat, ey Leute, Sturm ohne Wind geht nicht, kriegt er halt auch schon seine Strafe dafür. Genau, und er bekommt einen Ast in den Kopf und fällt hin und schließt die Augen. Und ich dachte jetzt, also wenn der jetzt wirklich tot ist, wäre das schon heftig für eine Kindersendung. Also ich konnte es mir nicht wirklich vorstellen, aber sein Schicksal bleibt erstmal ungeklärt. Aber auch Max ist ja noch nicht so ganz in der Realität angekommen. Auch der versucht ja erstmal die Leute noch vor Ort zu halten. Das ist kein Sturm, das ist wieder nur ein Fehlalarm. Lass doch mal weiter unser Fest feiern. Ja, das stimmt. Also, ja, da wollen sich einige der Realität nicht wirklich stellen, würde ich sagen. Alle kommen gerade so in ihre Unterschlüpfe. Es ist halt so, das Phänomen, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Sie hatten einen Fehlalarm zu Genau. viel und jetzt müssen sie erst mal kapieren, dass da der Sturm kommt. Ja. Ja, oder diese Geschichte, wo ein Kind immer schreit, Hilfe, der Wolf kommt, Hilfe, der Wolf kommt. Genau, und dann kam der Wolf wirklich. Genau. Also das ist so ein bisschen, denke ich, kann man als Kind auch so ein bisschen als Moral mitnehmen. Okay, man sollte nicht zu oft Fehlalarme auslösen. Simon hat's richtig erwischt da im Sturm, ne? Ja, genau. Der wird komplett durch die Gegend gerollt. Ich meine, gut, Schildkröten können wenigstens Kopf und Gliedmaßen einziehen, sodass die empfindlichen Stellen geschützt sind. Aber ja, der wird richtig durch die Gegend geschleudert. Und anscheinend auch sehr lange und sehr weit, bis dahin, wo überhaupt kein Sturm mehr herrscht.
Sehr schön fand ich auch, Sepp und Florian sich in Maltes Haus verkrochen. Und Genau. man, der eine meint zum anderen, er soll die Tür zumachen, aber das geht wohl nicht mehr, weil die Tür schon längst nicht mehr da ist. Ja, genau. Ich dachte erst, es geht nicht, weil vielleicht der Sturm so sehr dagegen drückt. Aber nein, die Tür ist einfach nicht mehr existent, weil sie schon weggeweht wurde. Und ja, so ist das. Ja, aber Simon wird, wie du gesagt hast, so weit durch die Gegend gerollt, dass da, wo er schließlich landet, gar kein Sturm mehr ist. Er landet nämlich bei Malte. Genau. Und wird ihm quasi vor die Füße geweht. Und ja, genau. Kann dann natürlich berichten, dass Malte eben letztendlich doch recht hatte mit seiner Warnung, mit seiner Anlage, die eben prima funktioniert hat, so wie es geplant war. Und jetzt erfahren wir eben auch, was passiert ist mit dem Vetter von Malte, der den Ast abbekommen hat. Dass er eben Kopfschmerzen hat. Also er lebt noch, es geht ihm gut, wahrscheinlich eine leichte Gehirnerschütterung oder so. Und eine Beule als Strafe für das Nicht-Hören-Wollen. Aber ansonsten alles heil überstanden. Vielleicht drosselt er ja jetzt mal ein bisschen sein Sportprogramm für Genau. die nächsten Tage. Ist wahrscheinlich keine schlechte Idee. Mit so einer Gehirnerschütterung sollte man sich erstmal was Ruhe gönnen. Und er gibt ja jetzt auch widerwillig zu, dass Malte alles richtig gemacht hat und dass er so der Größte ist. Genau. Wo man sich natürlich fragt, wie lange hält dieses Lob an, aber gut. Wollen wir nicht denken. Und wie ehrlich ist das überhaupt gemeint? Genau. Und quasi als Abschluss folgt dann der Titel: Malte Roalzahn macht's möglich. Und dann alle lassen ihn dreimal hochleben und Oskar krönt sein Hurra mit drei Purzelbäumen und dann passiert, was passieren muss. Genau. Und wir haben den nächsten Fehlalarm. Round and round and round it goes. Genau. Also vielleicht sollte man sich da nochmal eine sicherere Variante überlegen, aber wenigstens vor dem einen Sturm wurden die meisten rechtzeitig gewarnt. Und damit sind wir am Ende dieser Kiste und wir sind im Aufspann. Die Puppenkiste schließt sich wieder und wir haben diese Geschichte zu Ende gesehen. Genau. Hat sie dir denn gefallen? Ja, ich fand sie sehr, sehr süß. Es waren super viele Tiere und Namen, dass ich auch, also manchmal auch diesen schnellen Durchlauf von, jetzt gucken wir, wie die Person feiert oder wie die sich verstecken vor der vermeintlichen Sturmwarnung und die, da fand ich es manchmal, hätte ich es wahrscheinlich einfacher gefunden, wenn man sich auf weniger Figuren konzentriert hat, auf der anderen Seite fand ich die Abwechslung eigentlich auch ganz nett, dass man so viele verschiedene Tiere mal kennenlernt, wenn auch nur kurz. Und ja, genau, die Puppen haben mir nicht immer gefallen, wie ich schon ganz am Anfang sagte, aber die meisten Tiere fand ich echt doch sehr süß. Und ja, so insgesamt fand ich es eine schöne Geschichte und schön umgesetzt. Ja, also ich finde, die Masse stört mich nicht unbedingt, weil ja die wichtig sind, merkt man sich von selbst. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich sind das eben Malte und die anderen Hasen und dann eben die drei Tiere, die an der Sturmwarnanlage beteiligt sind. Ja, das stimmt. Und vielleicht noch Simon. Ja, weil mit Aber dem beginnt es ja quasi. Ja, mit dem beginnt und endet es. Ja. was dann so ein bisschen irritiert, ist, dass von dem ganzen Rest manche eben Namen haben und manche nicht. Ja, ich finde es ein bisschen Wodurch man schade, dass gerade die weiblichen Tiere anscheinend keine Namen bekommen haben. Jetzt halt nicht immer weiß, muss ich mir den jetzt merken oder muss ich mir den nicht merken? Hätte es ja auch getan, einfach zu sagen, Herr und Frau Eichhörnchen. Ja, definitiv. Aber insgesamt, ja, eine sehr schöne Inszenierung, die ich vorher noch nicht kannte, aber wo ich sehr froh bin, sie jetzt kennengelernt zu haben. Und auch sehr passend zu Ostern. Genau, war ein sehr guter Vorschlag. Dann wünschen wir euch jetzt noch ein schönes Osterfest. Ja, wenn ihr das Ganze zu Ostern hört, dann habt schöne Ostern, geht schön Ostereier suchen Genau. oder versteckt schön Ostereier, je nachdem. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ja, wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
Die verwendeten Geräusche stammen von der Website salamisounds.com. Der Podcast Kiste auf ist ein reines Hobbyprojekt. Wir wollen mit diesem Podcast kein Geld verdienen und haben keinerlei Verbindung zur Augsburger Puppenkiste oder zum Hessischen Rundfunk. Wenn ihr über uns auf dem Laufenden bleiben wollt, besucht uns auf YouTube, Twitter oder Instagram.